Ja, liebe Fußballfreunde, ich begrüße euch recht herzlich zur Auslosung des IKK Rheinland-Pokals hier in der Geschäftsstelle in Koblenz. Zunächst mal allen ein frohes neues Jahr an Spielern, allen Trainern, allen Betreuern und natürlich allen Fußballbegeisterten des Jugendfußballs. Wir sind jetzt Anfang Januar nicht in der IKK Zweigstelle, sondern in der Geschäftsstelle. Warum? Corona lässt nicht anders zu. Aber trotzdem wollen wir unsere Auslosung filmen und werden das dann alles euch zur Verfügung stellen. Ich begrüße recht herzlich neben unseren Spielleitern, der Petra Wagner, dem Helmut Hohl und dem Tino Zengler, natürlich auch noch den Hansi Christmann von der Geschäftsstelle und ganz besonders den Herrn Christoph Gallenstein von der IKK aus Koblenz. Und ich bitte Sie, Herr Gallenstein, für Schadverbot. Ja, schönen guten Tag. Wie schon gesagt, ich verschließe mich den Wochen an. Frohes neues Jahr. Und wir als IKK freuen uns wie jedes Jahr, den Pokal mit auslosen zu dürfen und natürlich auch den Jugendfußball zu unterstützen. Wir drücken allen die Daumen, dass Corona das alles wieder leichter und ermöglicht, dass Zuschauer etc. dabei sind und das Spielen Freude und Spaß macht. Vielen Dank. So, wir machen weiter mit der C-Jugend. Auch bei der C-Jugend fangen wir mit dem Achtelfinale an und damit den Mannschaften aus dem Osten. Jetzt ist leer. Sieger aus Sportfreunde Eisbad Teil 2 gegen Jugendförderverein Rhein-Hunsrück. Gegen Sportfreunde Eisbadtal, die Frau bleibt so stehen. JSG Leitersen gegen den Sieger aus dem Spiel JSG Rhein-Lahn-Dietz gegen SG 2000 Mülheim-Kerlisch. Auch die Paarung bleibt erstmal so stehen. Dann haben wir noch einen, der übrig bleibt aus dem Osten. Das ist Würges. Wir holen die Mannschaften aus der Mitte. Würges gegen Andernach. JSG Moseltal-Lei. Gegen den Sieger aus dem Spiel TuS Koblenz 2 gegen TuS Koblenz 1. Auch diese Begegnung bleibt so stehen. Dann haben wir den Jugendförderverein Rhein-Hunsrück. Gegen Arbeiter BC. Die Paarung wird getauscht, weil Rhein-Hunsrück Regionalliga spielt. So, dann haben wir den. Dann bleibt noch übrig der FC Rot-Weiß Koblenz. Und wir füllen den Pott wieder auf mit den Mannschaften aus dem Westen. Gegen SV Eintracht Trier auf die Paarung bleibt so stehen. FC Trier, zweite Mannschaft. Gegen FC Trier, erste Mannschaft. SV Eintracht Trier 2 gegen JSG Daunerland Deudesfeld. Das drehen wir, weil Daunerland Bezirksliga spielt. So, wunderbar. Das war das Viertelfinale. Entschuldigung, das war das Achtelfinale. Wir machen weiter mit dem Viertelfinale. Ja.
Sieger aus Spiel Nummer 3. Gegen den Sieger aus Spiel Nummer 7. Sieger aus Spiel Nummer 8. Gegen den Sieger aus Spiel Nummer 4. Sieger aus Spiel Nummer 6. Gegen Sieger aus Spiel Nummer 5. Sieger aus Spiel Nummer 2. Gegen Sieger aus Spiel Nummer 1. So, damit haben wir auch das Viertelfinale. Wir kommen zum Halbfinale. Im Halbfinale spielen der Sieger aus Spiel Nummer 9 gegen den Sieger aus Spiel Nummer 11. Dann haben wir noch den Sieger aus Spiel Nummer 12 gegen den Sieger aus Spiel Nummer 10. Damit haben wir auch das Halbfinale. Wir kommen zum Endspiel. Sieger aus Spiel Nummer 14 hat Heinrich gegen den Sieger aus Spiel Nummer 13. Das war die Ziehung.